Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ja, in der letzten Folge hatte ich gehofft, dass wir alles noch hinkriegen und diesen Heiler, sage ich mal, noch finden, wenn er denn noch lebt. Man weiß es ja nicht. Aber wir sind dann leider in dieses Gebiet hier reingekommen und das sieht mir irgendwie sowas von, es dauert noch etwas länger aus. Deswegen, ja, machen wir da heute weiter. Du bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Ah, was ist das? Sie sind hier. Nicht die Fackel fallen lassen! Solange ihr sie habt, werden sie euch nichts tun! Was wollen die von mir? Kommt zu uns rüber! Wir müssen wieder nach oben gehen! Die Sonne wird uns beschützen! Ganz ruhig, im Licht seid ihr sicher! Alles klar! Woher kommen diese Biester? Da kommen mehr! Sehr viel mehr! Lauf weiter! Es sind zu viele! Nicht stehen bleiben! Beachtet sie nicht! Lauf weiter! Ja! Ja, lauf, komm. Ich sehe noch nichts mehr. Ja, super. Wie soll ich denn was sehen, wenn ich nach hinten schaue? Wie bescheuert ist das denn bitte gemacht? Oh. Gehen wir einfach hin. Ernsthaft. Und du bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Ah, ich kann es wenigstens überspringen. Ich kann mich nicht drehen. Was ist das für ein Mist? Also, ganz ehrlich, ich finde solche Actionsequenzen ja sowieso immer schon scheiße. Aber wenn man dann quasi nicht einfach gerade auslaufen kann und nicht sieht. Ganz vorsichtig. Könnt ihr mal die Klappe halten hier? Ich wusste es. Das ist so dämlich. Das sind ja Millionen. Aber wie können es schon so viele sein? Hugo, sie sind wegen ihm hier. Wo ist mir denn hin? Ah, Moment, das sieht gut aus. Ja, das sollte reichen. Sieh nur, sie klettern. Was? Wie sie klettern? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm, Vaudan zu Hugo bringen und hier verschwinden. Meine Sachen, ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen.
Nein, nein, da muss ich B drücken. Wenn ich in Panik bin, kann das vielleicht passieren. Aber ich brauche freie Hände. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Ach, wir finden sicher direkt wieder eine neue. Drecksviecher! Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Ja, was für ein Stock? Wir sind keine Stücke. Wo willst du einen Stock herbekommen? Ach so, Moment. Ach so, ich dachte, die Dinger muss ich... Brennen nur ein paar Augenblicke. Da hinten ist ein Ding zum Anzünden. Okay. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt. Kann bitte. Aber nicht laufen, scheiße. Oh, lauf, lauf, lauf. Lukas, wenn die Nacht anbricht... Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Oh, okay. Wo müssen wir denn? Da hinten müssen wir hin, okay. Lauf, 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 lauf. Ja, ich weiß, du willst nicht laufen, du gehst lieber. Warum auch nicht? Ich meine, in so einer Situation würde ja keiner laufen, ne? Vorerst. Vorerst. Genau, vorerst. Also halt die Klappe und lass uns mal machen. So. Noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Wenn ich weiß, wo ich hin muss, ja. Vielleicht. Ach so, da hinten. Okay, verstehe. Ja, den Stock wollte ich jetzt eigentlich nicht fallen lassen. Ja, das geht bestimmt. Darum ging's ja. Sollte funktionieren. Es werde Licht. So, komme ich denn da ran? Das ist jetzt die Frage. Ach so, ich muss das werfen. Ja, sehr gut. Okay. Gehen wir, schnell. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Ja, bleib du mal da, ich geh schon mal weiter. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Oh, da hinten sind wieder neue. Oder sind das die, wo wir herkamen? Keine Ahnung. Es geht nur so. Gut, ganz ruhig. Solange ich nicht balanciert bin, ist alles gut. Nichts überstürzen. Das war wieder klar. Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter, kletter hoch, schnell. Ja, das musste natürlich mir passieren. Ist nicht schlimm, Hauptsache ich bin auf der Seite vom Bäuer. Da hinten muss ich an... Hilfe, sie sind hinter mir her. Bleib ruhig, noch ist alles gut. Ja. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Ich da, los. Kusch, ihr kleinen Viecher. Ich meine, ich mag Ratten ja ungemein, ne? Aber seit diesem Spiel. Oh. Das sah jetzt gerade eklig aus. Aber wo muss ich jetzt hin? Moment. Auf die andere Seite? Muss ich das rüberwerfen? Ich brauche hier Licht. Ja, ja. Ich weiß aber nicht, ob ich das bis dahin rüberwerfen kann. Oh, erledigt! Entschuldigung. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. Ja, dann mach. Jetzt muss ich dem den Stock auch noch zuwerfen, oder was? In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Ja, du auch nicht, Mädel. Das. Keine Panik! Dafür ist es zu spät! Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Vor allen Dingen lässt er einfach so den Stock fallen. Geht's noch? Müssen wir jetzt da durch? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Das sieht nicht so aus, ob wir da durch müssen. Ah, Moment, das ist eine Leiter. Ich hoffe mal, dass wir da den Stock jetzt gerade nicht brauchen. Hier, friss das! So. Oh. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann es kaum erwarten, Magister Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Ja, okay. Oh nein. Wenigstens ist zwischengespeichert. Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter.
Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Brechen hier doch gleich irgendwie durch, oder? Ich hab das im Urin. Keine Ratten? Nein, aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Achso, ich dachte, da hängt ein Hammer. Guten Tag. Okay. Ich hab den Stock nicht mitgenommen. Ich durfte den ja nicht mitnehmen. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Ich dachte, die kommen mir jetzt hier alle entgegen. Was bist du denn? Mammut oder was? Lukas. Kann auch ein Elefant sein. Was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Ja. Ich meine, man konnte aber in den Teilen davor irgendwie mehr so absuchen. Oh, ich höre sie schon. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist. Den kenne ich. Das ist Leiche. Eine Schmiede. Eine Kugel. Mal sehen, was sie bewirkt. Hä? Ich brauche dich hier. Klar. Und. Funktioniert nicht. Wow. Achso, darum geht nicht. Geht nur zurück. Ah, okay. Ja. Oh nein. Hörst du das? Oh nein, bitte nicht. Wir stecken fest, Lukas! Nein, nein! Da, die Plattform! Das Feuerbecken! Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen! Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung! Salpeter, Schwefel, Alkohol, was wir so finden können! Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen, vielleicht finden wir was! Das hört sich gut an. Das ist Schwefel, oder? Was denn? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Voll die Zusammenhänge. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Ich kann weder nach rechts noch nach links. Ist das gewollt hier? Hallo? Ach so. Nee. Natürlich. Er bleibt nicht. Ja, selten so einen Spaß gehabt. LB. Interagieren. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Ach so. Klar doch. Okay. Machen wir erstmal das. Ich lauf schon mal, nicht, dass der hier gleich. Den, glaube ich, müssen wir mitnehmen, ne? Ja. Der sieht gut aus. Ja, dann mach hinne, wenn du Zeit verschwendest. Passt das? Passt das? Ja, es war so klar. Nein, in die andere. Aber das ist so eine blöde Steuerung. Normalerweise drückt man einfach. Ich glaube, ich habe mich da im ersten Teil auch schon drüber aufgeregt. Kann das sein? Jetzt dreht die das ganz anders. Auf dein Zeichen! Ja, Zeichen. Wir müssen hochklettern und die Truhe. Lass es bleiben. Natürlich. Lass es bleiben, du Vollpfosten. Ich mach das jetzt allein. Ach so, ich komme da so gar nicht hoch. Ach so, das war hinten. Das, ich dachte, jetzt kommt so ein Typ hier rein spaziert. Los, schneller. Oder so. Ich mache mir Sorgen um Hugo. Dann solltest du dich vielleicht beeilen. Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner. Nein. Hey, eins nach dem anderen. Ja. Ja, schieb. Heute noch. Ich sehe hinten uns gar nichts. Warum hilft der Kerl eigentlich nicht? Das ist wieder typisch hier. Könnte der Lars sein. Der wird auch daneben stehen und sagen, ja Schatz, du machst das gut. Gut. Und? Was gefunden? Weiß ich nicht. Lass mich doch erstmal nachgucken. Du hattest recht. Gold gefunden. Es ist Schwefel. Ja, Schwefel. Das ist eine gute Nachricht. So, viermal Schwefel. Mehr haben wir hier nicht drin. Wieso können wir den Hammer nicht einfach nehmen? Wir können die Ratten doch bestimmt kaputt schlagen oder so. Dann eben nicht. Okay. Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer.
Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Wo soll ich denn ein zweites Element herkriegen? Oder ist da hinten... Nee, da hinten ist noch was aufgegangen, ne? Ah, ja, das sieht gut aus. Wir brauchen ein Konservierungsmittel. Das sieht schlecht aus. Wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Ja, das ist toll. Lenken wir erst diese Ratten ab. Kann ich nicht... Kann ich das nicht nehmen und da rüberschwingen, so Tarzan-mäßig? Obwohl, keine Ahnung, ob mich das auch hält, ehrlich gesagt. Ja, ich kann hier nicht runter. Was soll ich denn jetzt machen, Kleiner? Ich habe ja auch nichts, womit ich jetzt hier Feuer machen kann. Da hinten ist ein Balken. Vielleicht komme ich da noch. Aha. Danke, Lukas. Ja, genau. Danke für diese wirklich konstruktive Aussage. Können wir nicht auch was von dem Mehl mitnehmen? Ich meine, bald haben wir ja alles nichts mehr, ne? Bald gibt es ja kein Essen mehr. Benzin ist ja eh schon fast aus. Und können wir doch wenigstens ein bisschen Mehl mitnehmen. So, ja, und wie komme ich jetzt weiter? Was werden sie mögen? Also da kann ich nicht runter. So viel ist mir schon klar. Die Frage ist... Klasse, das hilft. Ja, womit? Ja, das hilft wirklich. Also ich habe keine Ahnung, womit ich ködern soll. Ich kann hier aber nicht runterfallen, ne? Das ist schon mal gut. Ach so. Ah. Ekelhaft. Wir müssen erst diese Ratten loswerden. Ja, die Ratten... muss ich die anderen jetzt auch noch hier? Die bleiben noch nicht so lange da unten, oder? Sieht sicher aus. Gut, dann ab zur Voll Tour. Sicher. Überall Ratten. Voll sicher. Nein. Wieder hoch. Wieso kann man das nicht mit A? Mit A kann man runter, aber nicht hoch. Was soll der Scheiß? Was ist drin? Jetzt müsst ihr erstmal gucken. Alkoholflaschen. Das ist gut. Sehr gut. Ja. Wir können uns besaufen. Super. Ein Y. Kann ich da jetzt direkt hoch? Ich hoffe. Hallo. Lauf. Und jetzt? Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Ja. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer. Solche mischen. Großartig. Ein Lebensretter. Halte RB gedrückt. Wähle mit rechts aus. Stein mit Schleuder, Ignifer. Ach so, okay. Und halte A, um es herzustellen. Können wir eigentlich alles machen, oder? Ich weiß ja nicht. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Wähle die Schleuder aus. Achso, Schleuder ist ausgewählt und ich habe jetzt das Ding drin, nehme ich jetzt mal an. Moment, dann, du darfst gerne laufen. Hallo? Ist der Schwefel, ist das jetzt so schwer, dass du nicht mehr laufen kannst, oder? Ich war eigentlich der Meinung, von hier aus können wir vielleicht besser treffen. Bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich kann nicht höher? Doch. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Ich hab Feuer weggemacht. Sehen wir uns um. Ein Weg durch die Ratten zu... Also, da waren noch mehr Kurbeln. Moment. Wo waren denn noch mehr Kurbeln? Ja, lauf. Mann. Da sind unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Wie ja, oben? Versuchen wir es. Hä? Wie soll ich da hinkommen? Pipenkopf, genau. Du Pfeifenkopf. Ach so. Ganz schön viele antike Krüge. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja, manche Dinge ändern sich nie. Können wir auch direkt mal mitnehmen, solange wir nicht schwerer dadurch werden. Also uns schlechter bewegen, ist alles gut. Hallo? Ich würde mich gerne, ohne dass die Ratten mich fressen, mal eben daran bewegen. Das kann ich nicht, das ist voll, nehme ich an. Okay, hallo.
Da oben ist noch was, da würde ich gerne drauf zielen, so. Ja, hat ja nicht so gut geklappt, ne? Gut. Haben wir irgendeinen Stock oder so? Haben wir auch nicht, ne? Ja, ist wieder alles wunderbar. Immer dann, wenn man nicht so die Zeit hat, kriegt man diese langen Dinger hier. Diese langen Kapitel. Die Frage. Ach so! Ah, Moment. Das muss ich jetzt nach links mit der Schleuder. Immer noch Ratten. Dieser Tontopf, er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Red Deutsch mit mir. Jeder Effekt hat mit einem, kann mit einem Topf kombiniert werden. Halte RB gedrückt, um das Auswahlmenü zu öffnen. Drücke das, um mehr zu erfahren. Hm. Wähle den Topf mit RS aus. Halt den Topf. Den hier doch nicht. Ach so. Ach so. Und den soll ich jetzt da reinwerfen, oder was? Kann ich gar nicht. Nö, das hat schon mal nicht funktioniert. Stein mit Schleuder. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was die jetzt von mir wollen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Das habe ich ja schon angemacht. Also das war jetzt Verschwendung. Ein Topf, der mit Munition kombiniert wurde, erzeugt beim Aufprall einen temporären Effekt. Ja, was für Munition? Ich habe keine Munition. Wähle den Topf mit RS aus. Zum Herstellen gedrückt halten. Kann ich Töpfe herstellen? Ach so, nee, dann bin ich die am Herstellen. Okay. Ja, nun. Ganz ehrlich, ich verstehe es jetzt gerade wirklich nicht. Also wir haben nur zwei Töpfe. Wir haben einmal den Topf, oder einen Topf eigentlich nur. Stein werfen oder das werfen. So. Jetzt steht da was von Topf. Hä? Topf und Topf mit dem Zeug drin. Aber das scheint ja nicht zu funktionieren. Also ich verballere jetzt hier unsere ganze Munition. Oder doch? Moment, jetzt sieht es anders aus. So, jetzt sind wir blind, aber Hauptsache die Ratten sind weg. Oder auch nicht. Oder mussten wir das jetzt gar nicht da reinwerfen, sondern eigentlich in die andere Richtung? Das kann natürlich auch sein. Und jetzt haben wir nichts mehr, so wie es aussieht. Moment. Jetzt haben wir keinen Topf mehr. Aber den können wir uns rein theoretisch hier vorne nochmal besorgen, hoffe ich. Ja, da ist noch einer. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt... Verstanden. Ja, halt doch einfach. Gut mitgedacht. Was? Runterschießen? Das habe ich doch schon runtergeschossen. Bist du doof? Oh, Junge, Junge, Junge. So, Moment. Topf und das. So. Machen wir da rein. Dann laufen wir direkt da hoch. Und bleiben einfach stehen, weil ich vergesse hochzugehen. Man braucht nur einen Topf. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte die ganze Zeit, wir mussten das da reinmachen und dann wird das Feuer irgendwie größer oder so. Okay, Schwefel und Alkohol. Schwefel können sie da lassen, aber Alkohol ist immer gut. So, einen Topf holen wir uns auch nochmal. So, dann. Geht klar. Bewegen wir dieses Mund. Ja, das geht ja wieder nicht. Schwer. Ja, ich weiß. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ernsthaft? Ich warte auf dein Zeichen.
Das Ding ist zu schwer, aber er macht das mal eben so locker flockig. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen? Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht? Tja, ob ich dann hier reingekommen wäre, ich bin mir nicht sicher. Gut, wir haben jetzt die Dinger drin. Viel haben wir nicht mehr davon. Aber wir haben das Falsche. Wir müssen Schleuder nehmen. So. Käfige. Sie hatten hier noch mehr Tiere. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudor. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe auch mein Bestes, aber ich sehe manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das sage ich jetzt schon mal ganz ehrlich. So, geht das? Ist das nah genug? Ja, das ja, aber ich komme nicht rüber, wenn ich jetzt nicht wieder dieses Ding mache, so wie es aussieht. Ja. Jetzt gehen die Ratten hier. Hä? Können die sich mal entscheiden, wo die hinwollen? Ach, die folgen mir. Okay. Ja, die Frage ist jetzt, was ist da hinten? Ich würde gerne erstmal wer herstellen. So, dann den Topf. Muss ich dann wohl nehmen, weil sonst komme ich da nicht durch, wenn ich das richtig sehe, oder? Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Scheiße. Das war irgendwie nicht so gut. Nein, nein. Ich habe total vergessen, dass da ja kein Feuer war. Idiot. Lukas, du bist dran. Na gut. Moment, warum ist jetzt hier wieder alles neu? Sag mal, oder war ich das vorher unmöglich. Nicht gesehen? Unmöglich. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Ei. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen? Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht? Du mit deiner saudämlichen Zirkusnummer. Kann man hier oben nicht irgendwas machen, dass die Dinger da runterfallen oder so? Moment, worauf ist das? Das ist jetzt auf Stein eingestellt. Das können wir doch mal eben probieren. Aber ich kann hier nichts anvisieren. Okay. Na gut, dann nicht. Hallo? Ich stelle mal nochmal eben schnell her. So. Käfige. Sie hatten hier noch mehr Tiere. Mal falle ich nicht drauf rein. So. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudor. Ja, halt die Klappe. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. So, das ist in Ordnung. Das Problem ist nur, ja gut, ich könnte jetzt theoretisch da durchlaufen zum Feuer. Aber bringt mir das was? Weil ich würde ja schon gerne. Es ist halt, die kommen mir halt überall hin nach, ne? Ich krieg die vielleicht ein Stückchen weg, aber ich denke mal, die werden dann zu sehr. Ich denke mal, ich kann wirklich nur das Ding werfen, damit ich dann hinten hinkomme. So, nächstes. Damit die abgelenkt sind. Ich hoffe, ich kann dann hier direkt hoch. Ich habe jetzt gar nicht so gucken können. Auf zur Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles okay. Klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. Ja, ist okay. Ich muss mir erst noch mal ein bisschen Nachschub hier holen. Ist da auch noch was gewesen? Ja. Achso, die können wir aber nicht mehr mitnehmen. Ja, ist gut. Zeichen. Ich kann aber nicht drehen. Achso, ich muss wieder. Nee. Was ist passiert? Ich habe losgelassen. Genau. Los nochmal. B ist aber doch aufhören. Achso, ich muss gedrückt halten. Ah, okay. Warum das dann aufhört, wenn ich Y einmal kurz drücke, das verstehe ich nicht, aber. Endlich. So, was auf mein Signal? Ich mach mal aufhören. Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremsen
Aufzug, schnell! Ach so. Ich höre mir das hier so schön locker an. Oh. Stabil! Wie haben wir das geschafft? Mit viel Nadine. Können und starkem Willen. Und ein bisschen Körpereinsatz, ne? Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen, ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Ja, ich habe jetzt nur ein Problem, weil ich müsste nämlich eigentlich mal langsam Schluss machen. Weil ich meine Tochter abholen muss. Der Turm! Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Ein wenig hört sich aber nicht so gut an. Kommt jetzt noch eine Sequenz, wenn ich hier runtergehe? Weil letztes Mal war das ja so... Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Ja, aber wir kommen dem Ziel noch nicht so richtig nah. Ach, es ist Mist. Es ist vor allen Dingen Mist, weil ich nicht weiß, wann er jetzt gespeichert hat. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Ein Gemüsegarten. Oh, sieh nur. Ich liebe Gemüsegärten. Ich würde mir auch sofort einen machen. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Feilkraut. Was ist denn da hinten? Was ist denn da so? Das sieht irgendwie ganz komisch aus. Ich denke mal, wir müssen auch darum, dass wir über diese Brücke rüber gehen. Müssen wir hier... Mal sehen, okay. Was da drin ist. Gemüse, beziehungsweise Pflanzen. Eine improvisierte Kapelle. Willst du beten, wenn du meinst, es könnte helfen? Danke, so wirklich. Was hilft nicht. Aber wir haben keine Zeit. Na gut, das war jetzt nicht das, was ich jetzt vermutet hatte. Vielleicht kommen wir doch. Na, kommen wir nicht. Wie kommen wir denn da hoch? Och, Leute, einmal hat man nicht... Achso, ich kann hier runter. Geh weg da! Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wie hielten diesen Ort für sicher? Ach, das ist, weil wir da was finden. Ach, und ich dachte, das hat was mit Gegnern zu tun. Ich Idiot, okay. Okay, was haben wir hier? Ein Messer, sehr schön. Das sollten wir aber wirklich nur im äußersten Notfall, glaube ich, benutzen. Da kommen wir nicht weiter, ne? Toll, das hat uns ja jetzt viel gebracht. Geh mir doch mal aus dem Weg, Kleiner. Hier können wir auch nirgendwo rein. Blöde ist auch, wenn ich X drücke, kann ich auch niemanden nicht angreifen, also schlagen oder so. Unten können wir theoretisch noch weiter, glaube ich. Noch nicht, ich weiß es nicht. Muss ja immer den Turm so ein bisschen im Auge behalten. Der war aber eigentlich auf der anderen Seite, oder? Achso, da unten ist zu. Aber da ist auf jeden Fall noch was wir holen können. Aber wir kommen hier nicht durch, so wie es aussieht. Brüderchen, komm, lauf mit mir. Den Ausgang, den suche ich dir. Ach so, da können wir da doch durch. Moment. Ah. Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Da ist der Turm. Jetzt hat er gespeichert. Das ist schon mal gut. Also das ist ein gutes Zeichen zumindest, weil ich dann rausgehen kann. Das ist allerdings ein schlechtes Zeichen, glaube ich, weil Gegner kommen.
Ich weiß, das ist jetzt ganz doof, aber ich habe wirklich nicht mehr so die Zeit. Und ich denke, dass wir auch mehr Zeit brauchen, bis wir da zum Toren sind und dann wieder mit dem gesprochen haben. Falls wir den überhaupt finden. Ich meine, vielleicht ist er ja auch wirklich tot. Wie viele Menschen starben hier? An so man weiß es ja nicht. Engen Ort, eingesperrt, hat der Biss sie wohl alle erwischt. Sie wurden verdammt. Könntet ihr einfach mal die Klappe halten, wenn ich gerade versuche abzumoderieren? Dankeschön. Ja, also, es tut mir wirklich leid, aber da es jetzt gerade gespeichert hat, werde ich hier definitiv erstmal einen kleinen Cut machen und werde dann schauen, dass wir den Rest in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.